Weihnachten steht vor der Tür, mit Weihnachten verbunden ist immer auch Silvester. Ich selber habe auch einen Hund, ich weiß, unsere hat wahnsinnig Angst, wenn es dann böllert und schießt und macht. Was ist denn Ihr Rat für Hundebesitzer, Katzenbesitzer, Haustierbesitzer an Silvester? Was soll man mit den Tieren tun, vor allem mit denen, die so wahnsinnig Angst haben? Das Wichtigste ist einmal, dass man sie am Tag von Silvester gar nicht hinauslässt, beziehungsweise die Hunde nur an der Leine führt, weil ja eben, wie wir alle wissen, oft schon vorher die Böller losgehen, irgendwelche Raketen, aber vor allem die Böller und der Lärm sie sehr, sehr ängstlich macht und sie dann auch in der Verzweiflung, in der Angst wegrennen können, sich verkriechen können, sich auch verletzen können, wenn sie in der Panik unter ein Auto kommen. Oder wir haben auch oft leider immer wieder direkte Verletzungen durch Böller, wenn sie es wirklich erwischt. Und das können also Hörschäden sein, aber auch wirkliche körperliche Verletzungen. Das nächste ist, man kann sehr viel schon machen, gute Sachen mit biologischen Mitteln. Da empfehle ich immer, dass man die schon ein paar Tage vorher beginnt zu geben, wie zum Beispiel Baldrian. Man kann auch in der Apotheke oder beim Tierarzt was Biologisches holen, dass sie einfach ein bisschen ruhiger, ein bisschen gelassener werden. Aber dass man die nicht nur am 31. Jänner, Dezember gibt, sondern schon ein paar Tage vorher. Und für die Silvesternacht, dann wäre es sehr günstig, wenn sie zu Hause bei ihrem Tier bleiben könnten, weil das weiß man selber, allein hat man immer mehr Angst, wie wenn jemand dasteht und sagt, das geht schon, einen streichelt. Und wenn es dann wirklich gar nicht geht, dann muss man wirklich mit Medikamenten, sprich Barbituraten, richtigen Sedierungen das Tier beruhigen, dass es wirklich, dass es nicht mehr wirklich aktiv mitbekommt. Da müssen Sie vorher zum Tierarzt gehen. In der Apotheke werden sie nur bedingt abgegeben, weil wir sie meistens einzeln abgeben. Aber da muss man zum Tierarzt gehen, weil das sind eigentlich alles Vorstufen bzw. richtige Narkosen. Das sind nicht nur Schlafmittel in diesem Sinn, weil die sind ja weckbar und die nützen in diesem Moment nichts. Und wenn ein Hund oder eine Katze dann so eine richtige Narkose bekommt, dann sind die dann quasi für den Silvesterabend ausgeschaltet, oder? Ja, das ist eben das nächste Problem. Man kann die ja nicht stundenlang geben. Die kann man also nur ungefähr um 11, dass man sie um 11 gibt, dass sie halt wirklich zum Höhepunkt des Lärms ruhig sind. Aber man kann nicht sagen, das glauben die Leute immer wieder, ja, ich will, dass er den ganzen Tag schläft. Das kann man natürlich nicht machen. Es ist auch die Tiefe der Sedierung, wenn man nämlich zu wenig gibt oder wenn das Tier schon wieder am Erwachen ist, ist es oft noch schlimmer. Immer wie wenn er nichts hat, weil er dann das Ganze nicht mehr einordnen kann. Das heißt, er hört einen wahnsinnigen Lärm, er ist schon so wach, dass er und kann jetzt nicht mehr mit der Vernunft doch ein bisschen, das Ganze ein bisschen einordnen und sich so beruhigen. Ich denke mir immer, wenn ich nicht wüsste, was passiert, dann plötzlich dieser Lärm ist, bekomme ich auch Angst. Wir wissen, es ist der Welschen, es sind die Raketen und die Böller, das ist normal, aber ein Tier weiß das nicht. Und wenn jemand bei ihm ist, ist das einfach der wichtigste Schutz.